Das sind Ausblühungen, mineralische Ausblühungen. Also wegen dem hätten sie die Oma nicht ins Heim schicken müssen. Heute bei ATV Pfusch am Bau. In einem neuen Kleingartenhaus in Wien gibt es zwar keinen Schimmel, dafür aber eklatante Baumängel. Die Sanierung wird rund 60.000 Euro kosten. Ja, es überrascht mich nicht mehr. Meine Frau ist gerade gegangen, weil sie weint. Ist ja klar. Ja, und ich bin halt zornig. In der Steiermark ist bei einem Zubau das Fundament unterdimensioniert. Auf den Wänden gibt es reihenweise Risse. Der Bausachverständige entdeckt überall Baufehler. Was ein Gipsputz ist da drauf? Ja. Mein Gott. Ja, Scheiße. Seit 4 Jahren ist der Keller eines Einfamilienhauses im Burgenland undicht. Bausachverständiger Günther Nussbaum vermutete bei seinem ersten Besuch, dass die Rohre schlecht in der Bodenplatte verankert wurden. Wird sich seine Vermutung bestätigen? Eine so eine Durchdringung kann dazu führen, ohne weiteres, dass die ganze Bodenplatte überschwemmt wird. Wir haben 7 davon. In Simmering wollte sich das Ehepaar Grutisch einen Alterssitz in einer Kleingartensiedlung bauen. Ein schönes Haus mit Pool und Garten sollte es werden. Und die Mutter von Herrn Grutisch sollte auch mit einziehen. Doch genießen kann das Ehepaar ihr Schmuckstück nicht. Es strotzt vor Mängel. Wir wollten eigentlich 2007 ein Haus und einen ganz neuen Lebensstandard aufbauen. Und dadurch haben wir da einen Haus bauen lassen, von einem Baumeister, was seit 2007 nur Schwierigkeiten macht und das Ganze hinten vorne nicht passt. Der Weg rund ums Haus bricht ständig ein, wurde schon 2-mal saniert und auch beim Dach gibt es schon jetzt Probleme. Wir fühlen uns nicht sehr gut, weil wir eigentlich nie wissen, wann ist eigentlich unser Traumhaus jetzt endlich einmal fertig. Ohne irgendwelche Mängel, dass man wirklich einmal beruhigt nach Hause kommen kann. Und sagen kann, jetzt ist es so, wie wir uns das vorgestellt haben. Ne? Wie gesagt, jetzt sind wir eigentlich endlich angekommen. Ja. Der Keller ist besonders schlimm. Viele Wände sind feucht. Auf die Mängel angesprochen, reagierte der Baumeister mit Unwissenheit. In den Fenstern, was nachträglich eingebaut wurden, ist eines da davon, sieht man auch eindeutig, dass es rundherum feucht ist. Auch unter dem Fensterbrett. Rundherum feucht. Und das ist eigentlich... Er weiß nicht warum, aber ich weiß auch nicht, ich bin kein Baumeister. Und jetzt kommen wir zu diesem Bereich, der natürlich komplett feucht ist. Was sollte das ab? Das ist das Abgasrohr von der Therme. Der Thermenschacht ist sicher zu klein, meines Erachtens, ich bin aber kein Fachmann. Und noch dazu ist in den Schacht vom Gas auch der Kanal hinausgeführt worden. Und dadurch denke ich, dass da irgendwo die Verbindung schlecht ist. Das wird immer größer. Ja, aber das Das schimmelt schon das Ganze. Das ist und das Ganze breitet sich ja schon aus bis rüber zum WC. Wir haben das Ganze eigentlich hergerichtet für meine Mutter. Da haben wir eine Dampfdusche, das sollte eigentlich das Bad sein und mit Heizraum. Und WC eben für meine Mutter, aber da kann man sie nicht wohnen lassen, weil das ist ja gesundheitsgefährdend. Gesundheitsgefährlich, ja. Wir haben für meine Mutter mitgebaut, das Ganze umgesetzt. Sie hat auch kurze Zeit bei uns gelebt. Kann natürlich bei uns nicht mehr leben, mit den ganzen Schimmelbildungen und so, kann man das Ganze einfach nicht vertreten. Ist es für die Schwiegermutter einfach nicht lebenswert für ihre 91 Jahre? Und sie hätte sich eigentlich was anderes verdient, als jetzt, dass wir es leider in ein Pensionistenheim haben gehen müssen. Da haben wir unseren nächsten Fall. Ein leichter Einbruch. Obwohl wir die Platten schon 2-mal weggenommen haben und wieder gefüllt haben, wieder draufgelegt haben, bricht das trotzdem fürchterlich ein. Ein möglicher Grund für das Absacken ist der Kellerbau. Die Kellerumrandung wurde nur mit Schutt und Dreck aufgefüllt. Darüber liegen die Wegplatten, die nun einbrechen. Da unten verläuft ein Rohr von den Abwassern, die was nach hinten gehen. Und meines Erachtens ist da das Rohr ganz einfach gebrochen. Noch dazu, Oder geknickt, weil es da wirklich so viel einbricht. Der ganze Weg bricht ein, nur so extrem nicht. Also wir haben einen Baumeister seit 2009 nicht mehr erreicht, weder telefonisch noch schriftlich. Auch bei der Sekretärin sind wir nicht vorangekommen. Sie hat immer gemeint, sie wird es weiterleiten.
Ob das so stimmt, können wir nicht sagen. Ja, und ich finde es eigentlich menschenunwürdig, dass man nicht irgendwann sagt, ja, okay, ich habe einen Fehler gemacht, setzen wir uns zusammen, finden wir eine gemeinsame Lösung. Das geht mit diesem Herrn Baumeister nicht. Nicht nur Familie Krutisch ist betroffen. Der Schwager hat ebenfalls beim gleichen Baumeister gebaut. Ja, und der nächste Pfusch von Herrn Baumeister, der was so gut arbeiten tut. Die Höhe des ganzen Decker, ne? Na ja. Ja, das ist, weil er so viel Putz drauf gehabt hat, ne? Weil die Zillen ja so zusammengefallen sind. Ne? Aber ist ein wunderschöner Hegen, ja. Passt. Wenn ein bisschen größer wird, dann mit dem Kopf anhauen. Aber es ist ganz einfach der Baumeister. Ja, von Baumeister, Pfusch, von einem Baumeister, Haus zum anderen. Den kann man ruhig weiterempfehlen, ja. Sicherlich. Wenn man einen hast, kann man ihn weiterempfehlen, ja. Ja. Ja, das musst du ja da anschauen, ne? Alles nass, feucht bei ja, der Tür. Das haben wir eh, ja. Ja. Das haben, das ist ja wahrscheinlich. Ja, ja. Das ist dasselbe. Ja. Ein Baumeister, viele Pfusch. Anhand der ganzen Mängel ist natürlich das Nervenkostüm halt irgendwie schlecht und alles nicht. Normalerweise, wenn du nach Hause kommst oder irgendwas, dann freust du dich auf was. Nicht? So kommst du heim und schaust raus oder wenn du die Tür aufmachen tust, siehst du schon, dass eigentlich Pfusch ist. Ist eigentlich negativ. Nicht? Das Wohlfühlklima, was eigentlich sein sollte, ist eigentlich nicht mehr da. Bausachverständiger Günther Nussbaum soll sich die beiden Häuser ansehen. Die Familien befürchten, dass noch mehr Mängel bei der Begehung auftauchen werden. Herr Krutisch. Herr und Frau Krutisch. So, ein bisschen habe ich. Es geht ums ganze Haus, von oben bis unten. So kann man das sagen. Feuchter Keller, Probleme mit Fassade. Für die Gärtner-Sachen bin ich nicht zuständig. Aber wo kommt das Ding da her? Das kommt von Abfluss. Oh, der ist ja nicht schlecht. Der wächst ja direkt aus dem Schacht raus. Ja. Das heißt, wir haben es einigermaßen feucht. So sieht es aus. Und wenn wir da auf diese Seite kommen, da haben wir. Oh, Achtung! Ja. Das schaut einsturzgefährdet aus. Da geht das Rohr vorbei und ich denke mal, dass das deswegen eingebrochen ist, das Ganze da. Dass das Rohr vielleicht undicht ist oder so? Dass das Rohr wahrscheinlich undicht ist, ja. Nicht nur unter der Erde ist es nicht dicht, auch die Fassade hält Wasser längerfristig nicht ab. Also das ist einmal von einem ist das nicht dicht, nicht schlagrigen dicht, da regnet es da schon rein. Dann die Blitzschutztürchen sind ohne Zusatzmaßnahmen so auch nicht dicht, da regnet es da schon rein. Dann fehlt da die Wärmedämmung, da sollte man natürlich eine Wärmedämmung reingeben. Und? Kommt man schön rundherum runter, gell? Das sollte es auch nicht unbedingt sein, ja. Das ist natürlich jetzt wiederum hartes Leitungswasser. Ja, das simuliert jetzt nicht, wenn es da jetzt einen Tag lang herregnet mit dem weichen Regenwasser, ist es immer mehr, als wenn ich da jetzt ein bisschen Wasser herleere. Ja? Und jetzt ist der Keller voll, oder was? Naja, der Keller voll, das wäre komisch. Ne? Also wir haben dann jetzt da den Wassereintritt, da rinnt dann das Wasser so nach zurück. Mhm. Und das verteilt sich dann natürlich und die Abdichtung ist jetzt da aus den Schallsteinen drauf und alles, was da reinrinnt, Sie sehen nicht, das rinnt schon. Ja. Und nachdem das da sehr hohllagig ist, ist einmal Stabal, gerade dass es nicht verschwindet da drinnen. Ja. Also wenn wir da jetzt noch ein bisschen was reinlernen, das muss zwangsläufig im Keller rauskommen. Muss irgendwo, ja. Ja, ist eigentlich klar, ja. Ja. Naja, irgendwo eine Erleichterung, dass ein Nussbaum da ist und dass er das Ganze einmal anschaut und was da wirklich eigentlich wirklich los ist. Weil wir selber sind ja keine Baumeister und wir haben nur die Mängel, was man sieht. Aber der Herr Nussbaum macht dann schon einige Sachen klarer, als was man eigentlich gesehen hat, was man eigentlich geglaubt hat, dass es ist. Ne? In Judendorf hat sich Familie Seewald-Raffay ein altes Wochenendhäuschen gekauft. Durch einen Zubau wollten sie sich zusätzlichen Wohnraum schaffen. Doch das Glück vom neuen Haus hielt nicht lange an. Die Risse sind relativ schnell aufgetaucht. Also nach dem Anbringen vom Innenputz hat es nicht lang, weiß ich nicht, drei Monate gedauert, dass die ersten Risse sichtbar waren. Definitiv wirklich nur Haarrisse. Aufgrund dessen haben wir uns natürlich Geld zurückbehalten von der Firma. Die Firma hat darauf hingewiesen, da gibt es Probleme, da gibt es Mängel, die
irgendwie behoben werden müssen. Ein Gerichtsgutachter meinte damals, es seien nur leichte Risse. Die Familie jedoch glaubt, dass das Streifenfundament der Grund für die Setzungen sein muss. Das ist die Säule, die unser ganzes Haus trägt. Und das ist das sogenannte Fundament, was gemacht ist worden. Und auf diesen Hinweis haben wir Fundamentbohrungen gemacht und feststellen können, wie tief ist das Fundament überhaupt, ja? Also von der Stärke her. Und dort sind wir dann draufgekommen, dass das Fundament eigentlich nur 45 cm tief ist. Also wenn es wirklich viel regnet, dann steht das Fundament, unser Streifenfundament im Wasser. Okay. Bis es dann wieder, es geht relativ schnell weg durch den Schotterboden. Aber wenn es viel regnet, man sieht es anhand der Ausgrabungen, was unten in der Garage sind, wo wir freigemacht haben. Wenn es zwei Tage normal regnet oder ein bisschen stärker regnet, ist dort ein See. Was auch interessant ist, wir befinden uns hier unter der Terrasse unseres Häuschens und wir sehen auch hier, was die Risse in der Zwischenzeit schon da unten sind. Die Baufirma forderte den ausstehenden Werklohn von rund 2.700 Euro ein und gewann den Prozess. Insgesamt waren 7 Verhandlungen. 2 haben wir alles zusammen 31.000. Gerichtskosten haben wir zahlt 2.000 bis jetzt. Du weißt einfach nicht mehr, was das Geld hernehmen soll, gell? Es sind Zahlungen, Zahlungen. Trotz der Vermutung, dass die Risse aufgrund des Fundaments entstanden sein könnten, wurde bis dato kein Statiker angehört. Die Familie glaubt nicht mehr an Gerechtigkeit. Das sind immer wieder im Hintergedanken die Kosten, im Hintergedanken der Stress, der Zorreiß. Du reibst dich gegenseitig auf. Ja. Oh, Scheiße. Es geht eigentlich alles davon. Ne? Es geht die Existenz davon, es ging sämtliche Rücklagen davon. Es geht die Beziehung davon. Du reibst dich auf. Ja, weil du einfach nicht mehr weißt, wie es weitergeht. Günther Nussbaum hat sich vorab in den Fall eingelesen. Zu kompliziert sind die Verstrickungen. Das ist ein verzwickter Fall. Es gibt schon Gutachten, man hat schon ein Verfahren verloren. Der Gutachter hat in erster Linie zwar zu Recht geglaubt, dass das nur Haarrisse sind und aufgrund der Schüsselungen und Baustoffbewegungen ist, hat aber dann in einem zweiten Gutachten eigentlich wahrscheinlich schon erkennen müssen, dass das doch nicht so ganz koscher ist, hat aber dann scheinbar nicht mehr gegen sein eigenes erstes Gutachten sprechen wollen und ist halt dann dabei geblieben. Also in weiterer Konsequenz muss man da natürlich einen anderen Gutachter nehmen, also den sicher nicht mehr akzeptieren. Das heißt, das ist jetzt wirklich, da ist dieser große Raum. Da ist oben, das da hätte ja ursprünglich eine Mauer herkommen sollen, also noch 4 Wände, die das dann natürlich entsprechend unterfangen hätten. Im ursprünglichen Plan besteht da auch ein Kellerraum. Ja. Und im Zuge des Baus habe ich dann den Polieren gefragt, ist es unbedingt notwendig, ich hätte gern, dass diesen das Raum großer, zu machen, Raum weil ist. Wir haben relativ viele Kellerräume schon da. Ja. Ich brauche nicht wirklich noch einen, ist das muss, dass ich das so mache. Oder geht es auch mit einer Säule? Weil dann kann man da hinter Werk fahren. Und der Polier war gut aufgeregt und hat gesagt, was wir machen wir ihn. Ich habe gesagt, okay, na gut, wir müssen es nicht, es geht auch mit einer Säule, es reicht. Ich habe gesagt, okay, gut, ich weiß es nicht, ich bin nicht vom Baufach. Na, wünschen dürfen Sie sich alles natürlich. Ich muss mich auf ihn verlassen, weil er ist die Baufirma. Und so ist dann diese Säule da unter. So ist diese Säule entstanden. Also diese Mauer, der Pfeiler quasi entstanden, so wie das ausschaut. Ist da ein bisschen ein Grumgraben worden und dann ist da der Beton eingekühlt worden? Das ist richtig. Das ist auch im gesamten Streifenfundament nicht anders gemacht worden. Es ist ausputzt worden mit dem Minibagger. Die halbe Tür ist wieder zurück, einiges Material, weil es sehr schottrig ist. Das ist der Eisenkorb reingelegt worden. Aber ja, gut, beim Streifenfundament kann ich ruhiger mal ein bisschen Fehler machen. Durch das, dass ich eine lineare Lastverteilung habe und eigentlich immer nur die darüberliegende Wand und die anteilige Decke, ist das jetzt kein Vergleich mit dem Punkt, da, den ich da jetzt nach unten leite. Zu dem das soll eine Ortbetondecke sein da, oder? Ja.
Verstehe, also das ist extrem wichtig, was wir da haben. Das braucht ein gutes Fundament. In einer früheren Sendung berichteten wir bereits über den Fall der Familie Falb im Burgenland. Bereits kurz nach dem Einzug reklamierten sie Feuchtigkeitsprobleme im Keller. Die Baufirma wollte davon aber nichts wissen. Seit 4 Jahren wird gestritten. Ja, die Baufirma redet sich darauf aus, dass das Wasser von uns reingebracht wird, dass wir hier immer wieder Wasser in den Keller bringen, um hier einen Schaden zu verursachen, um hier eventuell eine Zahlung hinauszuzögern. Das ist die Aussage quasi von der Baufirma. Diverse Gutachten brachten auch kein Ergebnis. Daher sollte Günter Nussbaum der Sache auf den Grund gehen. Ich habe jetzt da eine Leckortung, wo nichts steht. Ein Gutachten, wo drin steht, Wasser, das da herinnen ist, kann nicht von draußen kommen. So was Blödes überhaupt noch nie gehört. Das heißt, wir müssen von vorne anfangen, sonst hat das keinen Sinn. Und das bedeutete, er muss bei den Baustellenfotos anfangen. Glücklicherweise hatten die Falbs alles dokumentiert. Und so wurde der Bausachverständige auch schnell fündig. Das sind die diversen Abflussrohre, wo wir schon mal sehen, dass da der Dichtkragen fehlt. Das heißt, da können wir schon mal nicht mehr dicht sein. Haben wir 1, 2, 3, 4 vielleicht Undichtheiten. Diesen Undichtheiten möchte man heute auf den Grund gehen. Petra und Christian Falb befürchten das Schlimmste. Die Befürchtung ist die, dass die Bodenplatte nicht wirklich dicht ist. Und jetzt werden wir wahrscheinlich heute auch eine Kernbohrung machen, um den Boden, den Beton einmal untersuchen zu lassen, zu sehen, ob das wirklich fachgerecht gemacht ist. Sollte das nicht sein, müssten wir sämtliche Einbauten im Keller rausreißen und das Ganze dann nachträglich abdichten. Die Kosten sind nicht absehbar, aber ich schätze mal 50.000 bis 70.000 Euro. Die Hoffnung ist, dass es nicht die Bodenplatte ist, sondern nur unter Anführungszeichen die Rohrdurchführungen, weil sie das doch ein bisschen gezielter sanieren lässt und mit weniger Aufwand natürlich. Aber wie es ist, müssen wir es jetzt eh hinnehmen. Und für uns ist das Wichtigste, dass man es dann mal ganz konkret wo ansetzen kann und einfach mal beginnt, weil den Zustand so lassen kann man auf gar keinen Fall. Der Keller sollte eigentlich als Hobbyraum und Partykeller genutzt werden können. Doch daran ist bis dato nicht zu denken. Das ist im Zuge vom letzten August, haben wir relativ heftiges Wetter gehabt. Das heißt, es haben sich diese Bodensteckdosen alle mit Wasser gefüllt. Hier habe ich dann Flecken reinbekommen und ab dem Zeitpunkt habe ich hier einen Riss runtergekriegt. Ist nicht der einzige, wir haben mehrere Risse, in jedem Raum ist mittlerweile so ein Riss drinnen, was eigentlich auch zeigt, dass das nicht unbedingt sehr professionell gemacht wurde. Ja, im Zuge einer Feuchtigkeitsmessung ist da dann so eine Bodensteckdose rausgenommen worden, damit man bis auf die Bodenplatte runterschauen kann. Und da sieht man eigentlich auch ganz deutlich, wenn man runterschaut, wie feucht es da unten ist. Das heißt, das Wasser bewegt sich unterhalb des Estrichs entlang des ganzen Hauses. Ein noch viel größeres Problem, der Brennstofflagerraum für die Pelletsheizung. Das Problem bei den Pellets ist halt das, der ist grundsätzlich bis oben hin angefüllt. Und wenn jetzt eine Feuchtigkeit reinkommt, quillt es auf und kann den gesamten Raum zum Platzen bringen. Feuchte im trockenen Holz, weiß man eh, wie es arbeitet, das dehnt sich aus. Und jetzt in diesem Status wird die Gefahr nicht sehr groß sein, weil doch ein bisschen ein Platz ist. Wenn ich aber bis oben hin voll bin, kann das natürlich nirgends mehr hin und dann macht es einen Kracher und das ist kaputt. Ne? Eine Öffnung der Rohrdurchdringungen soll jetzt Klarheit bringen. Wir müssen nur das Rohr an und für sich freilegen, dass wir sehen, ob unten eine Isolierung drinnen ist oder nicht. Schneller als ihnen lieb ist, stößt die Bohrmaschine durch den dünnen Zement. Wie schaut's aus? Ja, rund. Rund haben wir ein Rohr ist nichts. Nur Schotter. Das heißt, es ist keine Dichtung gemacht worden. Ja. Na gut, dann müssen wir schauen, was die anderen Rohre noch bringen. Ja. Bin ich gespannt. Da ist einfach nur Sand drin. Der ist ganz leicht. Und bei 2 weiteren Schauöffnungen das gleiche erschreckende Bild. Nun wird noch mittels einer Kernbohrung ein Stück aus der Bodenplatte gefräst. Das soll Aufschluss über die Qualität des verwendeten Betons geben. Auch Günter Nussbaum ist schon sehr gespannt. Hallo, ist jemand zu Hause? Grüß Gott.
kommt zum Keller schauen. Ja, wie viel? Ja, dann würde ich, haben wir da einen Wasserschlauch oder irgendwas, dass wir da mal schauen, ob uns das Wasser gleich wegrinnt, weil das haben wir eh schon unter der Bodenplatte eigentlich. So, bitte sehr. Mal ganz sanft. Naja, die haben das Rohr nicht dicht in die Rückstausicher in die Platte eingebunden, sondern wie, so wie wir es auf den Fotos gesehen haben, nur durchgeführt und sogar schön ausgeschaltet, damit das Rohr nicht einbetoniert ist. Und das führt halt zu massiven Undichtheiten. Bei einer Bodenplatte, wo es von unten das Wasser anstaut, ist klar, dann darf ich keine Löcher haben. Ne? Dann drückt es mir das Wasser rein und wir haben 6 Löcher. Auf den 6 Stellen drückt es uns das an 7. Na bitte, es wird mehr. Und wenn man dann auf den Fotos erkennen kann, relativ sicher, dass die Rohre durch die Bodenplatte durchgeschoben haben, ohne irgendeiner wirksamen Abdichtung. Und das ist halt jetzt die Bestätigung dazu. Bevor man da jetzt das Sanierungskonzept angeht, sollte man schon, ich meine, das ist relativ wenig Aufwand gewesen, oder das ist relativ wenig Aufwand, sowas aufzumachen, dann sieht man es. Jetzt sehen wir ja, dass die Ausnehmung in der Bodenplatte da ist. Das Wasser sickert uns auch schon weg. Ja. Eine so eine Durchdringung kann dazu führen, ohne weiteres, dass die ganze Bodenplatte überschwemmt wird. Wir haben 7 davon. Also was willst du? Gleich bei ATV Pfuschambau. Günter Nussbaum entdeckt beim Kleingartenhaus an jeder Ecke Fehler. Das Boot kann nie Wasser abdichten. Was wir dazu sagen sollen? Dass ein Bullen da rein stopft. Beim Haus der Familie Krutisch in Wien ist nicht nur das Blitzschutztürchen undicht. Auch beim Balkon findet der Bausachverständige Günter Nussbaum enorme Mängel. Und die Balkonplatte, ist die thermisch getrennt jetzt vom Gebäude, so mit einem Isokorb? Oder ist das, das durchbetoniert? Das ist durchbetoniert. Das ist mit der Decke von innen durchbetoniert bis vor. Spaß, oder? Nein, ernst. Sicher? Sicher. Und ist ja nicht einmal gedämmt? Nein, eh nicht. Wie lange wohnen Sie jetzt schon da? Seit September, Oktober 2007. Und haben Sie da nicht irgendwie Kondenswasserprobleme, Schimmel oder sowas? Oben natürlich, bei den Balkontüren. Aber das haben wir im Baumeister von Haus aus gesagt, dass links und rechts das Wasser ist. Es geht eben nichts an. Normalerweise haben sie quasi die obere Decke. Dann haben sie ein Eisen rausstehen, also ein Isokorb-System, wo zwischen dem Eisen und der dann kommenden Betonplatte so eine XPS-Dämmung drinnen ist. Das ist eine Dämmung, oder was? Ja, dass man ja nicht eine durchgehende Bodenplatte, eine Betonplatte hat. Na, das Rosene haben wir rundherum zwischen ihr, also zwischen der Decke, und, ja, klar. Ja. Aber da raus ist das durchbetoniert. Das wäre natürlich nicht gut. Bis jetzt sind es eher so periphere Kleinigkeiten. Ja, so kleine Undichtheiten da und kleine Undichtheiten dort. Die Geschichte würde mich eher schockieren, dass man Betonplatte einfach so rausmacht. Aber da sind halt die Angaben der Bewohner oder der Bauherren und Baufrauen eher immer zu hinterfragen. Weil es ist ja eigentlich schon fast eine Suggestivfrage, wenn ich frage, ist das da durchbetoniert? Ja? Und da muss ich ja aufpassen, wie ich meine Fragen stelle. Ja? Wenn ich sage, ist das da durchbetoniert, dann kommt oft der Reflex, ja. Ja? Obwohl das ja, das wäre schwerer Mangel, ne? Das wäre ganz, ganz schlecht. Und da verlasse ich mich dann, möchte ich mir dann die Fotos anschauen. Also da bin ich ganz neugierig. Schauen wir dann das Obergeschoss und die anderen Seiten noch durch, dann Fotos und am Ende kann ich erst das Statement abgeben. Nicht? Der Balkon ist nach allen Regeln der Kunst verpfuscht. Es fehlt komplett die Feuchtigkeitsabdichtung. Außerdem fehlt eine spenglermäßige Blecheinfassung. Das gehört zur Gebäudeabdichtung dazu, die Balkonplatte. Ist auch kein Der kann den Belag dabei. Ausgenommen haben. War das Geländer dabei bei ihm? Nein. Okay. Gesehen hat man schon beim Bauen, was da alles für Pfusch passieren und immer wieder und auch Schriftverkehr und er macht nichts. Also das hätte man alles nicht mehr so lange fallen lassen, sicher nicht. Man sieht eh, wie das Regenwasser bis da rauf spritzt. Ja. Und das spritzt da direkt in die Bauanschlussfuge rein. Da sind wir wieder genau bei dem Punkt, dass wir nicht schlagregendicht sind im Und das habe ich ihm aber schon gesagt, da haben wir nicht einmal einen Putz oder irgendwas drauf gehabt, ist da unten schon feucht gewesen. Und habe ihm gesagt, das ist feucht. Sagt er, das geht mir nichts an. Wieso geht ihm das nichts an? Er hat ja das Haus gebaut, oder? Ja, schon, aber wir haben den Balkon mit Rohbeton bestellt und hat er gesagt, da geht uns die Dichtheit nichts an. Mir kommt das so vor, als ich kaufe mir ein Auto. Und weil ich nicht sage, dass ich Fenster drin habe, kriege ich gar keine Fenster rein. Moment, was heißt, ich habe den Beton mit Rohbeton? Ich muss ja die Gebäudeabdichtung, da gehört ja die Platte dazu.
Außer es ist explizit ausgeschlossen. Erstens. Zweitens, die Bauanschlussfuge ist wieder seine Geschichte von der Türe. Ja, denke ich schon, ja, klar. Und die ist fehlerhaft. Ist, ja. Und deswegen regnet es da auch rein. Ja, also wenn der Baumeister sagt, es geht mir nichts an, ich meine grundsätzlich die ganze Vorgehensweise und so wie jetzt momentan hier gebaut worden ist, das würde ich möchte da nicht sagen. Das klingt dann immer so, wie wenn die Baumeister irgendwie solche Fehler machen. Das verschandelt die ganze Berufsgruppe. Das hat, die ganze Vorgehensweise hat nichts mit Kundenservice zu tun. Die hat nichts mit einem Baumeister, so wie man sich einen Baumeister vorstellt, zu tun. Das ist schlecht gebaut. Das ist schlecht betreut, das ist schlechter Kundenservice, das ist schlechte Reklamationsbehandlung, nämlich gar keine. Das ist schlicht und einfach eine Frechheit, was da abgeht. Ja, ich glaube, das ist bei allen Fenstern und Türen so, wenn es mich fragen. Also die Schlagregendichtheit von dem Bauanschluss ist da wieder überhaupt nicht gegeben. Kann ich die Fassade auf Seiten drucken? Und das Problem ist halt, wie sanierst du jetzt? Du stehst halt da, hast eine Firma, die nichts mehr machen will. Der Hausherr gefreut sich, hat ja eh was einbehalten, aber das, was er da einbehalten hat, mit dem kann er das Haus nicht annähernd instand setzen. Also das ist viel zu wenig. Wir liegen da sicherlich schon mal locker bei 60.000, 70.000 Euro. Ja. Wenn du die ganzen Sachen da jetzt wirklich instand setzt, die Gebäudeabdichtung, die Fenster, die Bauanschlussfugen, die Fassade, die ist jetzt noch offen, was man mit der Fassade wirklich machen muss, weil man nicht weiß, ob die jetzt überhaupt richtig befestigt ist. Ja. Also da wird man wieder nur sanieren können, was wirklich akut und dringend ist und den Rest halt dann nach Schaden. Nächste Schaden, nächste Sanierung. Also sonst stehst du da und sanierst das Haus von Grund auf. Naja, wie soll es einem gehen, der was gerade erfährt, dass die ganze Sanierung 60.000, 70.000 Euro kosten könnte und der gute Baumeister sich nicht einmal wert findet, dass er überhaupt zurückruft oder dass er überhaupt irgendwas macht oder eine Stellung nimmt oder irgendwas. Ich meine, schauen wir mal, wie es weitergeht, weil das gefallen lassen tun wir sicher nicht. Der Hausherr vermutet, dass es auch im Kellerabgang keine Feuchtigkeitsabdichtung gibt. Die Vermutung bestätigt sich leider. Naja, wirklich. Also irgendeine wirksame Abdichtung ist da nicht erkennbar, aber die müsste man da sehen. Ja. Das ist jetzt quasi unsere Bodenplatte, hoffentlich nicht. Ja. Aber eine Bodenplatte und wo ist die Abdichtung zur Tür hinauf? Dann sind da alle Anschlüsse offen. Günther Nussbaum hat sich im Vorfeld schon einige Baustellenfotos angesehen und entdeckte ein Detail, das leider fatal ist. Ja, auf den Fotos sieht man, dass dieser Vorplatz da unten von der Stiege eigentlich unsere Bodenplatte ist. Das haben sie durchbetoniert. Mhm. Das heißt, wir haben ein richtiges, schönes Wärmebrückenproblem. Und was man auch auf den Fotos gesehen hat, ist, dass das ein richtig lehmiger Boden ist. Da kennt man Töpfern damit, was die da unten haben. Das größte Problem von Familie Krutisch kommt erst. Der Wasserschaden in der Wohnung der Schwiegermutter. Die musste ausziehen, weil Familie Krutisch glaubte, der Raum sei mit Schimmel übersät. So. Und jetzt kommen wir zum Schimmelraum, oder? Zum großen Problem des Schimmels. Warum meine Mutter da nicht mehr leben kann? Haben Sie jetzt noch Schimmel da? Ja, ein bisschen. Und das ist natürlich das Bad von meiner Mutter gewesen. Und da wissen wir nicht, woher das kommt. Das hat angefangen, wie wenn einer einen Luftballon mit Wasser füllt und hinschießt. Aber eine große Überraschung. Angefangen. Das sind Ausblühungen, mineralische Ausblühungen. Also wegen dem hätten sie die Oma nicht ins Heim schicken müssen. Oder in sie. Das ist kein Schimmel. Na, es kann dann durchaus sein, dass die Leitung undicht ist. Die pumpt ja hier das Wasser rauf. Ja? Das ist eine Fäkalienhebeanlage. Ja, 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 ja. Das heißt, der zerhackt das hier, der zerkleinert das. Daneben ist das WC, zerkleinert das Ganze und drückt das Ganze rauf. Naja, und wenn das mit solchen Leitungen aufgeht, kann das durchaus sein, dass die Leitung da undicht ist. Ja, wie gesagt, ich bin kein Fachmann. Die hier verlegten Rohre sind nicht druckwasserdicht. Es sind bloß Steckverbindungen, die bei größerem Druck sofort aufgehen können. Wo sind wir denn da? Ist das da jetzt im Kellerabgangbereich? Nein, da ist ein eigener Schacht. Aha. Da ist ein eigener Schacht. Sehen wir das von irgendwo? Kommen wir da hin? Von außen. Ja, dann sollten wir uns das anschauen, ja. Aber wie gesagt, diese Leitung sollten wir auf jeden Fall tauschen. Nur das Blöde ist halt auch in der Wand. In Judendorf in der Steiermark begutachtet Günter Nussbaum die Baustellenfotos. Die Baggerarbeiten für das Fundament lassen ihn erstaunen. Die Aushubarbeiten müssten viel tiefer gehen. Das soll das Streifenfundament sein.
Das soll das fertige Streifenfundament sein, was dann anschließend betoniert worden ist, was Haus draufsteht, richtig, ja? Ist ja unglaublich. Das fertige Streifenfundament. Man sieht da die Körbe drinnen liegen, wo ich selber dabei war beim Binden von den Körben. Ist ja unglaublich. Das ist schon alles da. Das ist das fertige Streifenfundament, richtig. Wo ein zweigeschossiges Haus draufsteht, ja, wenn man so denkt jetzt. Ein Kellergeschoss, ja, und das Erdgeschoss. Genau. Also erster Stock in dem Sinn, ja, von da nicht. Das hat der Statiker schon gesehen? Keine Ahnung. Das müssen Sie ihm alles schicken, oder wir schicken. Wie gesagt, Statiker in dem Sinn hat es noch keinen gegeben in dem Ganzen. Den hätten wir ja gern gehabt, dann hätte sich das vielleicht für Sie besser ergeben. Genau. Auf dem Statiker haben wir ja immer gedrängt und darauf hingewiesen, was auch vom Gericht abgelehnt worden ist, vom Rechtsanwalt nicht betrieben wurde. Also Sie haben gedrängt vor Gericht zum Statiker? Ja, ja. Und da hat der Richter das abgelehnt? Der Richter hat gesagt, nein, nicht zulässig. Wieso? Gibt es dir keine Statiker mehr vor Gericht? Er braucht keinen Statiker, er hat seinen Gutachter. Noch ein Problem. Das Haus liegt an einem Hang. Der Boden ist extrem schottrig. Die Streifenfundamente werden regelmäßig von Wasser umspült. Wenn ich das in einen schottrigen Boden stelle, der noch dazu ständig von Hochwasser überschwemmt wird, dann habe ich da keine Pressung. Das heißt, das ist so, wie wenn ich da jetzt mit 100 Kilo mit auf meine zwei Finger runterdrücke, dann verschwindet mein Finger im Boden. Ja? Und wenn ich jetzt quasi jetzt nicht ein flexibler Mensch wäre, sondern ein starres Gebilde, dann würde ich natürlich jetzt brechen. Ja? Dementsprechend muss ich schauen, dass ich meine Last in einen tragfähigen Boden runterbringe. Und dann haut das hin. Ja, natürlich mit entsprechender lastverteilender Grundfläche. Peter Seewald hat nur Augen für die Risse im Gebäude. Günter Nussbaum jedoch entdeckt etwas, das auch zum Problem werden könnte. Da haben Sie schon Schimmel, gell, da hinten? Ja, Schimmel, Schimmel. Da oben, ja. Sie ist da von der Decken her die Risse oben. Ja, da ist auch schon Schimmel, ne? Ja. Risse sind natürlich auch da, das ist der zweite Raum. Ja, da ist dasselbe mit dem Wasser. Da oben ist wieder bei der Decken. Insofern tun Sie das schöne Bild weg oder schenken Sie es, wenn Sie es nicht mehr haben wollen. Schauen Sie mal, das ist ja schimmelgefährdet. Direkt an der nassen Wand. Also wenn Sie noch Wert auf das Bild legen, tun Sie es weg von da. Es riecht da irgendwie schimmelig da, ja, unten. Die Wände in der Garage wurden von einer anderen Firma fertiggestellt. Doch leider wieder nicht fachgerecht. Was, ein Gipsputz ist da drauf? Ja. Mein Gott. Ja. Dann haben wir das runtergepackt. Hat das eine Firma gemacht? Ja. War dann Nachbarschaftshilfe, oder? Nein, es war, ja, war eine Firma. War eine Firma. Und die bringt dann einen Putz auf, einen Gipsputz auf, dort, wo es immer nass sein muss. Das ist genauso ein Mangel. Ich kann nicht auf ein unabgedichtetes Streifenfundament auf Wände, die im nassen Boden stehen, einen Gipsputz aufbringen. Die Abdichtung bei der Terrasse hat der Hausherr in Eigenregie gemacht. Erspart hat er sich leider nichts. Naja, das ist genau das, was ich gemeint habe. Das ist nur ein dünner Bitumenanstrich. Schau. Den kann ich runterkitzeln. Das hat ja mit einer Abdichtung rein nichts zu tun. Also es ist besser, wenn wir das noch einmal runternehmen. Mhm, sicher. Das ist ja Abdichtung. Das ist maximal bohrenverschließend. Aber mit einer Feuchtigkeitsabdichtung, nur weil Grundmauerschutz draufsteht, das ist Marketing. Das hat nichts mit irgendwas zu tun, leider. In dem Fall ist es halt so diese klassische Geschichte mit irreführender Werbung, wenn dann auf der Dose draufsteht Grundmauerschutz und vielleicht irgendein schönes Foto, wo es gerade regnet und ein glücklicher Bauherr steht vor der Dose, dann geht natürlich der Bauleihe, der Konsument davon aus, dass das für mein Haus genau das Richtige ist. Ja. Da sollte man sich zumindest wenigstens einmal, wenn man sparen will und man möchte es selber machen, ist es ja durchaus okay. Nur dann sollte man sich einen Profi holen, der einen zumindest in einem Planungsgespräch unterstützt und sagt, für die Abdichtung nimmst du das und das verarbeitest so und für den Putz da unten nimmst du den Putz und für das machst du das. Ja, dann gibt man halt einmal ein bisschen Geld aus, ja, aber das spart man sich dann eh 10-mal wieder, wenn man es einfach selber macht, ja, wenn man es selber machen will. Ansonsten würde ich es eher empfehlen, die Finger von solchen Dingen zu lassen. In Burgenland möchte Günter Nussbaum jetzt noch das Ergebnis der Kernbohrung des Kellerbodens begutachten. Also das, was wir da sehen, ist eine Bodenplatte, die sehr, sehr dünn ist, mit scheinbar Stahlfasern drinnen, also Bewehrung mit Stahlfasern. Das ist eine relativ junge Disziplin beim konstruktiven Betonbau. Der Stahlfaserbeton kostet unwesentlich mehr als der normale Beton.
Aber man spart sich natürlich den ganzen Eisenbinder, die ganze Bewährung und das alles. Also das sind gleich mal 2 Tage Arbeit weg, die man da nicht macht. Ja. Aus Qualitätsgründen, man kann Stahlfaser mit als weiße Wanne durchaus auch machen, aber dann in Kombinationsbewährung. Das heißt Stahlfaser mit Zulagebewährungen dort, wo es gefährlich wird, beispielsweise beim Kamin, ja, bei den Außenwänden, bei den Fenstern, dann ist grundsätzlich gegen einen richtig bemessenen Keller mit Stahlfaser nichts einzuwenden. Dann fehlt uns noch das letzte Stück im Putzl. Im wahrsten Sinne des Wortes, dieser Baustein, den habt ihr oben jetzt, glaube ich, nicht? Oben, ja. Gut. So, das ist unser archäologisches Fundstück. Ups. Das ist, da haben wir dann Estrich, ein Kleber. Da ist das exodierte Polystyrol, also das XPS. Das ist jetzt Gott sei Dank, da hat er nicht gespart. Ja. Das erkennt man daran, dass es keine Kügelchen mehr hat. Nicht? Mhm. Und dementsprechend kommt, da weil das so schön fein geschäumt ist, nimmt es sehr wenig Feuchtigkeit auf. Ja, das ist gut. Und das ist jetzt unsere Bodenplatte. Aha, schau, da sieht man die Fasern. Eigentlich hatten die Falbs einen Dichtbetonkeller bestellt und einen wasserdichten Keller erwartet. Der Bausachverständige kennt das Problem. Es steht in den Bauverträgen oft drinnen Dichtbeton. Das ist aber jetzt eine unverbindliche Formulierung vielleicht. Die Leute erwarten sich aber natürlich mit dem Begriff Dichtbeton, dass der Keller dann allein nicht durch den Beton dicht ist und keine Außenabdichtung mehr braucht. Ja. Diese Anforderung ist in vielen Fällen nicht erfüllt. Das heißt, da müsste man wirklich eine weiße Wanne, wasserundurchlässiges Bauwerk nach Richtlinien bestellen, ja, und vereinbaren. Es gibt Richtlinien, wie man sowas richtig zu machen hat. Der Statiker macht einen Bewährungsplan. Ja. Von mir aus Stahlfaser mit Bemessung, mit Zulagebewährung kann man durchaus auch machen. Aber wie gesagt, das gehört alles berechnet und geplant. Nicht? Weil es macht einen Unterschied, was ich für einen Grundriss im Bauwerk habe, ob ich jetzt in der Mitte irgendwo schwere Lasten habe, ein Kamin steht, was auch immer, ob das ein Holzriegelhaus ist, ob das dreistöckig ist. Ja? Also ich kann nicht einfach sagen, ich betoniere dort irgendwas hin, ohne zu wissen, was dort später für Lasten draufkommen. Da muss ich mich vorher in der Planungsphase damit auseinandersetzen. Aber diese Kosten, die Baufirmen machen es halt oft nicht selber, können es auch nicht, sollten es auch nicht selber machen. Und die Kosten des Statikers werden halt gemieden und irgendwas hinbetoniert. In vielen Fällen geht es auch gut, ja. Aber wenn man dann so einen Grenzfall hat, dann geht es halt in die Hose, so wie hier. Dank der Begutachtung haben die Falbs nun endlich handfeste Beweise, die ihnen bei ihrem Gerichtsverfahren gegen die Baufirma helfen werden. Es war im Verfahren, im Gerichtsverfahren immer von der weißen Wanne die Rede, auch von Seiten des Gutachters, von allen. Das ist in allen Gerichtsprotokollen auch schriftlich also festgehalten. Gut. Also das müsst ihr jetzt halt euch vormerken, dass wenn ihr dann ins Verfahren geht, dass man da die Feststellung trifft, dass das da sicher keine weiße Wanne ist. Mhm. Ja, in dem Sinne. Man kann nicht von einem Foto weg jetzt das Sanierungskonzept erstellen. Also deswegen war jetzt der richtige Schritt schon, dass man es aufmacht. Dass man jetzt das mit der Kernbohrung war vielleicht noch ganz gut, dass wir da ein bisschen ein Gefühl dafür haben. Man muss es schon noch weiter beobachten. Also so ganz gegessen ist es nicht, aber ich sage einmal, 7 große Löcher in der Bodenplatte reichen für den Schaden, den wir haben. Und wir hoffen, dass das alles war und dass es nicht mehr gibt von dem Elend im Keller. Gut, Frau Falbi, bitte darf mich verabschieden. Wiederschauen. Wir halten uns am Laufenden. Wiederschauen. Danke einstweilen und wenn es was Neues gibt, melden wir uns. Ja, wiederschauen. Das Fäkalienrohr, das vom Keller in den Kanal führt, wurde von der Baufirma mit Dämmplatten isoliert und eingespachtelt. Wasserabdichtung? Fehlanzeige. Ja, und das ist natürlich auch nicht wasserdicht. Der Putz kann nie Wasser abdichten. Was man dazu sagen sollen? Dass ich im hole und da reinstopfe. Weil da drin staut sich erst recht das Wasser, was reinrinnt. Ja. Das ist gescheiter, ich habe das Rohr, das ist ja auch undicht da. Nur da habe ich wenigstens keinen Wasseranstau. Das Kanalrohr tun wir ordentlich Wärme dämmen. Und die eigentliche Dämmung vom Haus werden dann die Zentimeter dicken Fugen mit Mörtel verfüllt. Das wird immer schlimmer. Auf jedes Ding, was stoßt, wird das immer ärger. Also ich habe das Gefühl, wir können bald das ganze Haus anreißen. Die haben das nur mit einer Bitumendickbeschichtung abgeschmiert. Also sie haben schon abgedichtet, ja. Aber da gehört natürlich eine schöne Manschetten drauf. Und nicht nur jetzt da, wo das Rohr durchgeht, rundum mit einer Spachtelmasse das anschmieren. Ja, ja, pff, es überrascht mich nicht mehr.
Ich hoffe nur, dass wenigstens die Abdichtung von den Wänden funktioniert. Meine Frau ist gerade gegangen, weil es weint. Ist ja klar. Ja, und ich bin halt zornig. Extrem zornig, ist ja klar. Das ist ja nicht zu machen. Das ist ja. Wenn sie kann, sie ganze Hütte noch reißen und neu bauen. Das kann es ja nicht sein. Günter Nussbaum kontrolliert die Leistungsbeschreibung mit jenen Materialien, die er auf den Baustellenfotos erkennen kann. Bei der Dämmung wird er stutzig. Moment, schau mal. 10 cm Styrodurplatte haben wir 10 cm. Ich glaube, die haben wir schon. Die 10 cm haben wir, glaube ich, schon. Ja. Aber zweimal geflimmt, weiß ich nicht. Das ist die rosa, ne? Jetzt muss ich das nochmal durchblättern. Weil ich glaube nämlich nicht, dass wir eine Styrodurplatte haben. Nein, wir haben eine EPS-Platte. Aha. Das ist ja gleich der nächste. Oh, das muss ich vorsichtig sein. Nein. EPS. Hydrophobiertes EPS. Und da steht definitiv Styrodur. Und Styrodur ist definitiv extrudiertes Polystyrol. XPS-Platten sind besser und auch teurer und wurden auch verrechnet. Verwendet wurden aber billigere EPS-Platten. Doch darf man das? Wenn er von Anfang an es vorhat, ist es sogar Betrug, also ist strafrechtlich. Wenn er es öfters macht, sogar gewerblicher Betrug. Also da sind wir im Strafrecht. Wenn er jetzt sagt im Nachhinein, gut, diese Materien sind vielleicht besser geeignet, deswegen baue ich es ein, das kann auch sein, dann ist es nicht strafrechtlich. Wenn er nur so schlechtere Materialien einbaut, ist es einfach nicht die Leistung wurde geliefert. Das heißt, ich habe auf jeden Fall einen Gewährleistungsanspruch und ich habe einen Anspruch auf Preisminderung. Gleich bei ATV Pfusch am Bau. Auch selber bauen kann manchmal in die Hose gehen. Da kommt seitlich die feuchtwarme Luft drauf und das haben wir in der Dämmung. Und es kondensiert dann im kalten äußeren Bereich und durchfeuchtet die Dachkonstruktion. Wenn wir es gewusst hätten, hinten noch ist man immer gescheiter. In Judendorf begutachtet Günter Nussbaum den Dachstuhl. Dort hat der Hausherr selbst den Innenausbau gemacht. Leider nicht sehr fachgerecht. Ja, das ist überall offen. Nur keine Dampfbremse mehr. Da kommt noch Plastik drüber. Wo? Was offen ist, wo noch kein Rigips ist. Und da kommen sie nicht mehr hin, das ist schon gelaufen. Nehmen. Ja. Das können sie nicht mehr ordentlich verkleben. Weil da haben sie dann das nächste Problem. Wenn da die feuchtwarme Luft jetzt drauf geht, die Folie da hält das nicht auf. Haben sie das überhaupt irgendwo verklebt bei den Stößen? Mhm. Ja? Das ist aber unterhalb. Das sieht man nicht mehr. Aber da ist nichts verklebt. Da kommt seitlich die feuchtwarme Luft drauf und das haben wir in der Dämmung. Und es kondensiert dann im kalten äußeren Bereich und durchfeuchtet die Dachkonstruktion. Weil da bin ich auch schon wieder offen, da sehe ich auch nicht. Vergessen Sie das, was da oben gemacht haben. Okay, also lassen Sie das so, wie es ist. Mhm. Legen Sie da eine Dampfbremse auf, tun Sie die in der Fläche verkleben, machen Sie da einen Glattstrich, verputzen Sie das, ziehen die Dampfbremse hoch und tun Sie das da verkleben. Mhm. Wenn Sie das nicht machen und Sie lassen das so, wie das da ist, fällt Ihnen da der Dachstuhl weg. Nein, ich verstehe schon. Der Hausherr vermutet, dass die Last des Daches zusätzlich auf die darunterliegenden Mauern drückt. Diese Vermutung scheint richtig zu sein. Also am Dach haben wir jetzt gesehen, dass der Hausherr sich das halt ein bisschen leichter vorgestellt hat, was den Kondensationsschutz betrifft, also Bauphysik, Kondensation, feuchte Dampfbremse. Aber wir haben natürlich auch gesehen, dass die Dachlast zu einem Teil auf die Säule wieder drückt. Ja. Also wir müssen jetzt bei der Last, die wir da berechnen, die darunter in den Boden geht, für die Bodenpressung müssen wir wissen, wie viel Kilo darunter drücken, das Dach schon zum Teil auch berücksichtigen. Muss man Statiker sagen, wenn das nicht eh war. Zwei Prozesse hat Familie Seewald Raphael schon verloren. Doch die Familie will Gerechtigkeit und beweisen, dass das Fundament nicht der Norm entspricht. Sie wollen Schadenersatz. Wir haben dafür schon gesagt, stell uns das Häusl hin. Ist kein aufregendes Unterfangen, es ist ein gemütliches kleines Häusl. Ja, das kann er nicht. Wenn wir es gewusst hätten, hinten noch ist man immer gescheiter. Zwei Kleingartenhäuser, eine Baufirma und vier verärgerte Besitzer. Günter Nussbaum besichtigt das Dach des Nachbarn. Das Blechdach ist teilweise aufgerissen. Die Verfalzungen sind mit Dichtmasse verschmiert. Doch viel schlimmer ist die Tatsache, dass ein hinterlüftetes Kaltdach bestellt und auch bezahlt wurde. Geliefert wurde es aber nicht. Also das wäre dann der vierte Beschiss.
Aha. Das Dach ist kein hinterlüftetes Kaltdach. Das heißt, die haben zwar quasi ein Unterdach eingebaut, wie man das unten da vermuten darf, aber es fehlen alle Abluftöffnungen. Das ist ein hinterlüftetes Dach ist, wo unten Zuluft, oben Abluft. Hinterlüftung. Ja. Genau. Nur eine Abluft gibt es nicht. Ob das jetzt Betrug ist, ich bin kein Jurist. Ja. Grundsätzlich, wir brauchen den Tatbestand der Bereicherung. Von dem her würde ich das auch immer sagen, das ist Beschiss. Ja. Ich sage das jetzt vorsichtig formuliert. Ja. Weil der hat sich schon bereichert. Der hat sich einiges an Geld gespart. Mit dem, dass er kein XPS genommen hat. Mit dem, dass er kein ISO-Korb vielleicht genommen hat. Obwohl, das ist noch nicht meine eigene Wahrnehmung. Mhm. Eigene Wahrnehmung, es fehlt die Hinterlüftung. Das ist kein Abluft da. Und das sind gleich mal locker 3.000, 4.000, 5.000 Euro weniger. Ein Schock. Totaler Schock. Also unfassbar, wie man sowas machen kann. Das Geld wird eigentlich aus der Tasche rausgezogen. Und es wird nicht darüber nachgedacht, was man da Schaden anrichten tut. Ne? Du sparst zusammen und nimmst da noch extra Schulden, dass du deinen Traum erfüllen kannst. Und dann hörst du dort einen Mängel, da einen Mängel, das kaputt, da kaputt. Bald schon, die Hütten schon zum Wegreißen, bald schon. Ne? Wenn du es nicht bauen tust, war es vielleicht dann schon billiger. Ne? Der Dachstuhl bei Familie Schober ist jetzt schon teilweise verschimmelt. Günter Nussbaum vermutet eine fehlerhafte Dampfbremsenverlegung. So wie das jetzt hier sich darstellt, haben wir zwei Probleme. Erstens haben wir das mit einem Sprühkleber angeklebt. Der Sprühkleber, siehst du ja, das, was da jetzt hält, ist die Schrauben, nicht der Sprühkleber. Ja. Da ist jetzt unsere Dämmung. Ja. Und das ist alles nicht angebunden. Die haben die Dampfbremse nur hier auf die Schiene geklebt. Und das ist leider Gottes genau der ungünstigste Fall. Ja. Da haben wir schon Rost. Das ist schon das, was dann als Kondenswasser quasi wieder zurückkommt. Und so wie das jetzt ausschaut, ist es nicht nur das Problem bei den Elektroinstallationen und sogar nicht einmal nur bei den Anschlüssen, obwohl das eh schon einer Komplettsanierung gleichkommt, sondern das hält auch in der Fläche nicht. Wer ist da jetzt der Schuld, der Trockenausbau oder der Dachbauer oder wie? Naja, grundsätzlich muss die luftdichte Ebene geplant sein, also ist ein Planungsdetail. Grundsätzlich ist einmal schuld die Baufirma als Generalunternehmer, der Ihnen ja als Vertragspartner gegenüber quasi als Generalunternehmer aufgetreten ist. Ausführungstechnisch natürlich der Trockenbauer, der hat die Dampfbremse gemacht. Also der Zimmermann hat es gemacht, ich weiß nicht, wer da beauftragt war. Nicht? Ja, das war der Trockenausbau. Der Trockenbauer, also das ist im Prinzip, man kann an einer Dampfbremse nichts mehr falsch machen, als was da falsch gemacht worden ist. Das Dach neu, der Balkon neu, die Dampfbremse neu. Die Mängelliste ist lang. Die beiden Familien müssen sich auf eine längere Baustelle einstellen. Wie mir jetzt so viel, so ich das Erdleben richtig beschissen. So, auf gut Deutsch gesagt. Also, wenn mir jetzt einer entgegenkommt, der dem, was ich nicht leiden könnte, könnte leicht was passieren. Kämpfen wir auf alle Fälle. Ob es was wird, ob es was bringt, werden wir schauen. Wie gesagt, auch wieder der Sachverständige hat gesagt, genauso wie der vorige Sachverständige schon, wir sollten Baumeister klagen. Das ist auf alle Fälle zu machen. Der hat so viel Pfusch draht eben, dass man das ganz einfach klagen muss. Wie gesagt, meines Erachtens ist sogar, obwohl der Sachverständige gesagt hat, er darf nicht sagen, dass er Betrug ist, für mich ist es Betrug. Wenn 7 Sachen sind, die was eindeutig im Vertrag drinstehen und nicht gemacht werden, dann ist es für mich Betrug. Wir baten die Baufirma Baumeister Handschuh und Freudel um eine Stellungnahme zu dem Fall. Leider bekamen wir trotz mehrmaliger Anrufe und schriftlichen Aufforderungen keine Antworten auf unsere Fragen. Nächstes Mal bei ATV Pfusch am Bau. Bei Frau Wieser in Niederösterreich wurde beim Einbau einer neuen Tür gepfuscht. Der Türabschluss ist komplett undicht. Ui, da steht ja das Wasser drinnen. Es regnet da rein, es regnet auf der Seite rein, das Holz ist schlecht, die Nassverfugung ist undicht. Der Spengler hat seine Arbeit nicht richtig gemacht, der Fassader hat seine Arbeit nicht richtig gemacht und das alles auf 1 Quadratmeter.